Willkommen zurück zum besten Let's Play der Welt. Ich habe ein bisschen auf mich warten lassen, weil Dragon's Dogma 2 noch rauskam. Und ja, das wollte ich erstmal zuerst spielen. Und jetzt können wir erstmal entspannt in Gothic 2 weitermachen. Keine Sorge, von dem Let's Play wird es noch viele, viele Folgen geben, die auch immer relativ zeitnah kommen. Am Ende der Woche habe ich dann frei, da habe ich auch wieder Zeit zu streamen. Das als kleine Vorab-Info. Da werde ich auch noch ein paar andere Projekte umsetzen können, aber durch die Arbeitszeiten und so war mir das jetzt bisher nicht so möglich. Ja, ich guck mal, wie ich das mit Dragon's Dogma und Gothic mache, ob ich immer abwechselnd eine Folge hochhole oder mal an einem Tag zwei Folgen gleichzeitig release. Je nachdem, wie viel ich halt schaffe und wie viel ich jetzt im Voraus aufnehmen kann. Hier oben sind unglaublich viele Dunkelpilze. Ja, was ist jetzt Phase hier? Also, wir können eigentlich relativ viel machen. Ich würde allerdings sagen, da wir Kapitel 2 sind, können wir mal das mit den Wassermagiern machen. Ich würde aber zuvor das mit Skip noch erledigen. Da haben wir nämlich gleich die Info, wo die Banditen eigentlich sind. Und da werden wir auch zu den Wassermagiern geschickt. Und dann hat auch Vatras die Aufgabe, dass wir Laris begleiten sollen, können, wie auch immer. Und dann kommt ja schon das mit den Steinkreisen. Und das würde ich gerne diese Folge machen. Ja, die Steckbriefe und Banditen und diesen ganzen Kram, das haben wir schon gemacht. Dexter müssen wir noch umbringen, stimmt. Das machen wir auch noch. Okay, dann gehen wir erst zu Skip. Dann Dexter und dann läuft der Kahn, hätte ich gesagt. Stärke-Skillen wäre nochmal eine Sache, ne? Opolos? Ich weiß nicht, wie viel Opolos uns beibringen kann. Wisst ihr, was wir zuerst machen? Teleport zur Taverne. Und da holen wir uns erstmal einen Teleport ins Kloster. Das wird jetzt erstmal wichtig. So, und währenddessen. Also, ich verweise euch nochmal. Dragon's Dogma, ultra geiles Rollenspiel. Ich habe es mal angefangen. Sah sehr stimmig aus, wirklich. Hat mir auch bisher sehr gefallen. Ist natürlich unglaublich hardware-hungrig, ne? Hätte ich jetzt zunächst nicht gedacht, aber ja. Ah, die Bosskämpfe sind unglaublich geil gemacht, wirklich. Also, es war mir schon mal länger wieder so ein Bedürfnis, irgendwas zu spielen. Ah, wir haben ja jetzt... Ja, jetzt ist es eh kein Problem mehr. Seht schon. Ja. Es war mir länger ein Bedürfnis, mal noch ein bisschen anderen Rollenspiel-Content zu bringen. Und ein Kumpel, gestern kam er zu mir. Wir haben zusammen trainiert und da hat er zu mir gesagt, ey, meine Freundin und ich, ne, wir haben beide in deinen Kanal schon öfter reingeguckt und haben gesagt, ey, dich kann man echt angucken, ne. Und ich dann, ja, danke, ich weiß. Nee, aber hey, so, erstmal so Props da gelassen und ich so, danke. Und er dann, ja, aber du spielst halt nur Gothic und damit können wir beide nichts anfangen. Wenn du was anderes spielen würdest, würden wir dich nur gucken. So. Und da habe ich gemeint, ja, ich spiele gerade dieses neue Spiel. Und ich denke mal, das ist so ein Schritt, ne, nochmal in eine andere Richtung, bevor ich dann, ich hatte das schon mal vor einem Jahr, genau diese Erleuchtung. Ich habe eine Botschaft von Vatras. Viele werden jetzt nicht mal ein Ja sagen. Wie lautet diese Botschaft? Es ist ein Brief. Hier. Gut, du kannst Vatras ausrichten, dass ich die Nachricht erhalten habe. Als Belohnung für deine Dienste nimm diese Tränke. Sie werden dir sicher noch nützlich sein. Oh, cool. Zeig mir deine Ware. Und dann müssen wir ja eh wieder zu Vatras zurück. Die Mana-Essenzen können wir natürlich mitnehmen, nur haben wir literally gar kein Gold mehr. Das ist schade. Das brauchen wir auch nicht. Das wollten wir noch behalten. Deswegen auch die Stärke. Stärke und Ehre. Ich bin so versucht, Bromos goldene Schale einfach zu verkaufen. Ne? Möge ihn. Ja, tschüss. Ja, es geht noch an Trinken. Suppi. Ja. Ich hatte das ja schon mal, wollte ich gerade sagen. Ach du Scheiße, was ist denn da los? Und da habe ich dann Morrowind gespielt. Und Morrowind kam verdammt gut an, das hätte ich nicht gedacht. Also jedenfalls zu Anfang. Irre. Wir können halt viele mit dem Spiel dann nicht mehr so viel anfangen. Was ich auch so ein bisschen verstehen kann, weil Morrowind ist halt
ein unglaublich geiles Spiel, nur muss man halt mit den Textboxen klarkommen, die habe ich dann alle immer vorgelesen. Und halt auch mit der Grafik und den Kampfanimationen, weil die sind schon echt beschissen gealtert. Obwohl, mittlerweile, ich könnte es mir immer noch geben. Ich sag's mal so. Nur die Bogenspannanimationen und Geräusche, die sind wirklich krebserregend. Also das ist unter aller Sau. Aber alles andere, super. Wirklich, super geiles Spiel. Eine 10 von 10 in meinen Augen. Und da habe ich schon mal mit angefangen. Und ich finde, wenn ich immer mal wieder sowas einstreue, mal sowas anderes, gerade bei den neuartigen Spielen. Ich hätte zuerst überlegt, mit Palworld oder Enshrouded zu machen, habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich mir dachte, man erzählt sich ja so einiges. Ach, sowas will doch literally einfach keiner gucken. Aber bei Dragon's Dogma, was halt Rollenspiel ist, ohne Questmarker, ne? Deswegen, ich sag euch, gebt dem mal einen Try, guckt mal rein, wenigstens in die erste Folge, wirklich. Ich wäre super glücklich, weil ich glaube, ich vermute es mal, hey, dass wir da zusammen geiles Abenteuer erleben könnten. Ich denke, das hat Potenzial. Wirklich. Ich will stärker werden. Und ich habe mir schon Harry erstellt als Helfercharakter. So, schön in Stärke reinballern. Okay, das reicht auch, ne? Dann können wir gleich noch den zweiten Kreis lernen und dann noch einen Zauber. Das interessiert mich nicht. Ich das jetzt lehre mich den zweiten Kreis der Magie. Tritt nun in den zweiten Kreis und lerne, noch mächtigere Zauber zu wirken. Steht es in den Heiligen. Doch bedenke auch, dass du eine Verantwortung trägst. Nicht mir gegenüber und auch nicht Pyroka, sondern Innos. Er zeigt dir die Richtung. Doch deine Taten formen den Weg. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Okay. Dann form mal schön. Magieparade lernen. Stimmt, da konnte man Magiezauber einfach blocken. Das werden wir auch auf jeden Fall lernen. Weil Magieparade ist gut gegen Suchende. Und als Nahkämpfer. Handauflegung. Ja, da stelle ich mir aber was anderes drunter vor. Wir können ja auch in Riegeln lernen. Hätten wir gar nicht Schlösser öffnen lernen müssen. Aber ich habe Schlösser öffnen trotzdem einfach mal gelernt. Drauf geschissen. Können wir auch beides lernen, ist jetzt nicht so schlimm. Muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Scheiße. Das ist kein Geheimnis. Sag nicht. Doch Karas lehrt einen das, ne? Hey, du. Unterrichte mich. So steht es. Ah, 5! Wolfrufen soll unglaublich stark sein, habe ich gehört. Nur haben wir jetzt alle Wolfsfälle verkauft. Das ist doch nichts Neues. Aus lauter Geilheit natürlich. Okay, achso, ich wollte noch die Rune holen. Deswegen war mal hier. Niemand darf gegen die Göttliche. Mr. Losthausen wieder. Wo ist sie denn? Die war gar nicht. Doch, da. Teleport zum Kloster. Geil. Danke nochmal für den Tipp an denjenigen, der mir gegeben hat. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Wir kommen hier auf jeden Fall nochmal zurück. Ich brauche ein paar Dinge. Um später dann nochmal. Was haben die hier? Schärfe des Feuers? Hohe Feuermagierrobe. Zählt das auch mit unserer Rüstung? Das wäre halt unglaublich toll. Aber ich glaube nicht. Ja, er hat halt schon viel Stuff, ne? Gibt es hier eigentlich auch Magieschwerter? Ja, Magierschwert. Seht ihr es? Einhandwaffe. Bonus für maximales Mana. Deswegen habe ich auch direkt gesagt, wir gehen auf Einhände, weil die haben hier halt die Gandalf-Schwerter. Wir brauchen allerdings 100 Mana dafür. Heißt, wir müssen noch ein bisschen Mana skillen. Wir sind gerade bei 52, also da können wir noch ein bisschen leveln. Mir war es erstmal wichtig, ein bisschen Stärke zu haben, weil das verrechnet sich ja eh immer. Dass wir da noch Schilde tragen können. Im Endgame wird uns das viel bringen. Und jetzt im Early Game auch. Okay. Gut. Dann. Weiterer Plan. Stadt. Für Innos. Hey. Ich habe die Botschaft überbracht. Sei bedankt dafür. Dann wähle nun deinen Lohn. Ich finde den Teleportpunkt auch viel geiler.
Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Ja. Grundstücke easy verdient. Das mit den Steintafeln unterlasse ich mal. Unterlasse ich jetzt noch. Das machen wir dann im absoluten Endgame. Man hat mir noch gesagt, ich soll mal an Enos reingucken. Danke für die Goldmünzen. Enos! Enos! Macht über Wesen und Feuer erlangen. Wir sparen mal ein bisschen, oder? Das lernen wir vorm Goblin-Skelett. Wir könnten theoretisch auch nochmal Power leveln, ich sag's euch. Es wäre eigentlich gar nicht so verkehrt. Es wäre gar nicht so verkehrt aus dem Grund, weil wir verdammt schwach sind. Matt und kraftlos. Ich mache jetzt mal einen kleinen Trick 17. Einen kleinen, kleinen, kleinen. Währenddessen lese ich mal die Frage vor von Stefan Huber. Demütigst merke ich an, Herr Feuermagier, dass du meine Frage leider übersehen hast. Wenn das passiert, liebe Leute, es passiert nicht mit Absicht. Vielleicht bei ein paar einigen schon. Aber, nee, also generell, dann schreibt die Frage nochmal rein, ne? Ich lese sie... Oh! Ich lese sie ja immer gern vor. Würdest du kriegen? Hält wieder so viel aus. Okay, ich wollte eigentlich noch was zeigen. Das können wir tatsächlich hier machen. Passt auf. Gut. 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 Machen wir nochmal 5, weil hier wird es ein bisschen holprig. Und ich habe die Kante nicht getroffen. Gut. War wohl zu eng. Ja, deine Frage. Wenn du den Devs vom Remake eine Sache sagen könntest und sie müssten es umsetzen, was wäre es? Macht das Spiel düster. Orientiert euch am Grafikstil von Gothic 2. Bitte. Oder 1. Aber 2 hat nochmal einen schöneren, farblich passenderen Stil. Da sieht das Minental auch so schön düster aus und alles. Ja, es ist grau geworden durch den Einfluss der Drachen. Hier ist im Übrigen eine Goblinbeere, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Und ein Kronstöckel. Deswegen wollte ich euch das zeigen. Und dann kommt ihr auch hier hin. Da kommt man normalerweise nicht hin. Wir nehmen noch die Steintafel hinten mit, wenn wir schon mal hier sind. Noch eine Schildi. Und noch eine Schildi. Jetzt gibt's Fleisch! Also wirklich, dass sie das Spiel düster machen sollen, hat den Grund, weil die heutigen Spiele, ich reg mich immer wieder darüber auf, sind einfach quietschbunt. Und ich mag das nicht, da krieg ich's mit den Augen. Ich sag's halt ganz ehrlich. Ich mag grell nicht, ich mag hell nicht, ich mag dunkel, ich bin im Keller aufgewachsen, ich will Dunkelheit. Ich will sie um mich haben, wie ein schwarzes Loch, was alles Licht aufsaugt. Und wo es dann stockduster drin ist. Irgendwie so. War das eine gute Metapher, nennt man das, ne? Nicht Analogie. Analogie war was anderes. So. Den Eimer hier noch. Das Gute ist für Magier, hier ist eine Steintafel der Magie. Genau da. Eins zwar nur, aber nehmen wir natürlich mit. Und ein grobes Bastardschwert. Und das Ding ist 850 wert. Deswegen lohnt sich's immer, wenn man zu Skip geht, einmal hier hinter zu gehen. Schlösser öffnen muss man natürlich gelernt haben. Ansonsten ein bisschen lost. Oh, 250 Gold und syrianisches Öl. Ey, das kommt ja wie gerufen, ne? In der Version haben sie natürlich noch ein bisschen mehr reingelegt, ne? So viel findet ihr hier eigentlich nicht. Ich glaube jetzt auch nicht, dass der Kronstöckel und die Goblinbeere standardmäßig da sind. Das ist ja richtig cool. Warte mal, wisst ihr, was wir machen? Hornmuschel? Klappmuschel? Okay, wir nehmen noch ein paar Muscheln mit.
Mach doch Telekinese an. Das ist ultra nützlich, finde ich. Ja, weil es kein Kampfzauber ist, zieht er den dann nicht. Ist eigentlich schlau vom System. Aber ein bisschen nervig. Okay, schwimmen wir zurück. Also das zum Remake. Mattes, hi Danny, Frage, willst du mal Horizon Forbidden West ausprobieren? Ist seit letzter Woche auch für PC raus und hast du den Vorgänger gespielt? Ich war auch erst skeptisch, aber kann das Spiel eben ans Herz legen. Liebe Grüße, Keule. Auch Grüße an dich zurück. Ja, pass auf, also ich habe halt momentan, ich würde am liebsten 50 Let's Plays am Tag laufen lassen, wenn ich das hauptberuflich machen würde und das sich auch von den Aufrufzahlen rentieren würde, tatsächlich. Sagen wir mal, wenn nur der Fall wäre, dass ich jetzt 3 Let's Plays hätte, ne? 3 Stück. Und ich mache immer zu 2 Let's Plays pro Tag eine Folge und dann habe ich so ein Wechselsystem drin. Und jede Folge würde, sagen wir mal, 1000 Aufrufe machen. Machen wir mal so einen realistischen Wert für irgendwelche fremden Spiele, ne? So, ich meine, Gothic macht ja immer so 1500 bis 3000 ungefähr. Kommt halt drauf an, das Einser macht immer ein bisschen mehr als das Zweier. Ja, aber... Oh, noch eine Steintafel der Magie. Hä? Boah, irgendwie... Entweder lässt mein Gedächtnis nach oder die haben das neu hinzugefügt. Da bist du ja endlich. Ich warte ja schon seit Stunden. Aber Moment mal. Du bist gar kein Händler aus der Stadt, oder? Wo ist Baltram? Was wollte ich gerade sagen? Da würde ich das locker machen. Aber wie gesagt, ich muss ja noch arbeiten und da ist es immer schwierig, dann so viele Sachen anzufangen. Und ich will die auch zu Ende bringen. Und jetzt habe ich halt Gothic noch so ein bisschen und Dragon's Dogma. Baltram? Wartest du auf einen Händler? Du bist wohl ein ganz schlauer, was? Wir nehmen Skips Paket auf jeden Fall mit. Das habe ich doch eben gesagt, oder etwa nicht? Dieser Nichtsnutz von einem Kleinkrämer hat mich wohl vergessen, so wie es aussieht. Der soll mir noch mal in die Finger kommen, sag ich dir. Wer bist du? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Aber wenn du es unbedingt wissen willst, mein Name ist Skip. Na, klingelt's? Wer? Jetzt sag bloß, du hast den Namen Skip noch nie gehört. Meine Fresse, wo lebst du denn? Ich bin einer der meistgesuchten Verbrecher in Korinnes. Richtiger Verbrecher, Meine Jungs oder? Und ich machen schon seit Jahren die Gewässer um diese lausige Insel hier unsicher. Das musst du doch schon mal gehört haben. Völlig entrüstet. Muss ich dich kennen? Jetzt sei mal nicht so vorlaut, Bursche, sonst lernst du den alten Skip mal kennen. Wo kommst du her? Du willst wissen, wo unser Unterschlupf ist? Wenn ich dir das erzähle, dann könnte ich mich ja gleich der Miliz stellen. Außerdem würde dir das sowieso nichts nutzen, falls du vorhaben solltest, uns aufzusuchen. Die Insel Korinnes ist groß und da, wo wir sind, kommt sowieso niemand hin. Es sei denn, er fährt mit einer Kogge oder einem Schiff. Dann müsstest du auch noch einen Weg durch die Klippen finden. Niemand kommt da durch, es sei denn, er kennt den geheimen Weg. Es gibt nur 2 Menschen, die den Weg kennen. Und du bist keiner von ihnen. Eine Menge Einwohner werden vermisst und alles deutet darauf hin, dass du daran nicht ganz unschuldig zu sein scheinst. Du Sau. Verdammt, aber die Sache ist nicht so, wie du denkst. Sehe ich etwa aus wie ein Menschenhändler? Nein, ich transportiere Waren. Was das für Waren sind und wo die herkommen, geht mich nichts an. Wir haben viele Dinge für diese Schweine geschippert. Am Anfang war es ganz normaler Kram. Naja, das eine oder andere war Schmuggelware. Doch irgendwann fingen sie an, die Bewohner der Stadt zu entführen. Keine Ahnung, was sie mit ihnen vorhaben. Wir haben sie nur rübergefahren. Wo habt ihr die Leute hingebracht? Ich hab dir schon gesagt, ich werde dir nicht verraten, wo sich unsere Bucht befindet. Ich freue mich diesmal sehr auf Jakenda, weil es für mich mal was anderes ist, einfach mal direkt dahin zu gehen, ne? Kapitel 2. Von wem sprichst du? Von den Banditen, Mann. Von wem sonst? Das so schmierige innere Pack, Vorfreude, das sich hier überall wirklich auf der Insel breit macht. Und nicht nur hier um Korinnes. Banditen reicht mir nicht. Ich will einen Namen. Einen Namen? Ah, du willst wissen, wer der Kopf der Banditen ist. Verdammt, wie hieß denn der Hund nochmal? Ach, mir fällt der Name von dem Kerl nicht mehr ein. Dabei war er eigentlich ganz einfach zu merken. Aber ich kann dir zeigen, wo du den Boss der Bande in diesem Teil von Korinnes finden kannst. Hast du eine ordentliche Landkarte dabei? Nein. Dann werde ich es dir wohl beschreiben müssen, was? Weit im Osten gibt es einen sehr großen Bauernhof. Ich glaube, der Bauer dort heißt, Onar.
Er hat ziemlich große Felder da. Im Süden dieser Felder gibt es eine kleine Festung auf einem hohen Felsen. Da sitzt der Typ, den du suchst. Jetzt fällt mir auch sein Name wieder ein. Dexter. Wo habt ihr die Leute hingebracht? Ich hab dir schon gesagt. Okay. Man kann es ja nochmal versuchen. Ja, Dexter. Und wir werden ihn natürlich mit einem Feuerregen richten. Falls ihr euch das schon wieder gefragt habt, Danny, wo bleibt der Feuerregen? Ja, auch in diesem Teil Let's Play. Wir spielen ja das beste Let's Play der Welt, ne? Das dürfen wir ja nicht vergessen. Und was wäre ein bestes Let's Play der Welt ohne einen Feuerregen? Der muss dabei sein. Also, da will ich schon ein paar Leute brennen sehen, so wie der irre König aus Game of Thrones sagen würde. Ja. Klingt schon wieder komplett makaber, oder? Ja, okay. Also, wie gesagt, zu Horizon, ich denke erstmal nicht, dass es kommen wird, ne? Aber danke für den tollen Vorschlag, hätte ich gesagt, weil ich habe schon mal Gameplay davon gesehen und wenn es ja für PC frisch rauskommt, wäre es eigentlich eine coole Idee gewesen, ne? Ja, okay. Was mache ich denn hier eigentlich? Was mache ich denn hier eigentlich? Wir können ja direkt zu Dexter. Ja, wir haben Feuerregen. Der kostet 75 Mana. Nein. Warum? Das wird nichts, Leute. Das wird nichts mit dem Feuerregen. Jetzt habe ich wieder zu viel versprochen, oder? Scheiße, da müssen wir Unwetter nehmen. Nehmen wir Unwetter. Ist dasselbe, nur ohne Feuer. Und haben wir noch irgendwas? Ich hätte schon gern zwei Unwetter. Komm, dann. Der bringt sich hier gleich noch um, die dumme Sau. Das gibt's ja nicht. Wir gehen nochmal zu Vatras und dann gucken wir mal, ob die Händler hier noch ein Unwetter haben. Dann nehme ich kurz einen Mana-Pot, stelle mich da auf irgendein Dach und zünd einfach zwei Unwetter durch. Mit Unwetter habe ich eh nur sehr wenige NPCs bisher gekillt, deswegen wäre es super. Wenn ich es nicht zeig mir deine Ware. Gesehen hätte. Das ist warum hast du kein Unwetter, du nutzloser Iltis? Wer sagt denn sowas? Du handelst mit Piraten. Willkommen, Fremder. Mein Name ist Baltram. Den hassen wirklich viele, um dich mit Nahrung, ne? Einzudecken? Da muss ich dich leider enttäuschen. Ich habe momentan nicht viel auf Lager. Aber bald bekomme ich eine weitere Lieferung. Es ist, glaube ich, auch die Stimme. Du handelst mit Piraten. Was? Wer hat dir das erzählt? Was? Ich habe mich mit einem von ihnen unterhalten. Er scheint in seiner Bucht auf dich zu warten. Was willst du machen? Es sind harte Zeiten. Jeder muss sehen, wo er bleibt. Ich glaube da nicht dran. Er sollte lieber den Mund halten. Hattest du keine Angst, erwischt zu werden? Das kann passieren. Du hast es ja auch herausgefunden. Er redet einfach. Aber du hältst doch dicht, oder? Klar. Schlimme Zeit. Womit handelt ihr? Ich versorge sie meistens mit Narben. Und von ihnen erhalte ich dafür den besten Rum, den man in Korinnes kriegen kann. Geil. Das darfst du keinem erzählen. Ich könnte den Handel für dich abwickeln. Das wäre gut. Ich kann Korinnes zurzeit nicht verlassen. Hier, nimm dieses Päckchen und sag Skip, dass er mit dem Rum diesmal nicht so knausern soll. Drei Flaschen sollten es schon sein. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Das war alles, was ich wissen wollte. Das darfst du keinem erzählen. Ja, mehr braucht man wirklich nicht wissen. Merkwürdig. Ich dachte, ich hätte dich schon mal irgendwo gesehen. Wollen wir uns noch mal ein bisschen was beschwafeln lassen? Aufgrund der erzähl mir von der Zukunft. Zu eurem eigenen Gut. Sohn der Tapferkeit. Ich werde mich nun in Trance begeben. Bist du bereit? Ja. Ox. 400 Erfahrung, ne? Er wird dich brauchen. Ein schrecklicher Mord. Das Auge. Die finsteren Schergen. Sie kommen. Sie suchen nach dir. Ein Wächter wird fallen. Doch werden sich die drei vereinigen. Erst dann wirst du erhalten, was dir zusteht. Das war alles. Mehr kann ich nicht sehen. Ich würde halt mal zu gern sehen, was er sieht. Na? Die drei werden sich vereinigen. Oder ob es einfach eine Stimme ist, die durch ihn spricht. Das wäre auch interessant. Wir gehen nochmal ins obere Viertel, weil die haben meistens auch so Zauberlies.
Die gute... Oh, warte mal. Xardas. Wir können nochmal zu Xardas gehen. Der dürfte in Kapitel 2 doch auch neue Sachen haben. Weil der hatte bisher sehr starke Spruchrollen. Wirklich sehr starke. Nächste Frage von The Nightmare. Moin, Mr. Kickham. Frage. Heute eine etwas längere Challenge-Frage. Szenario. Du schläfst ein und wachst im besten Let's Play der Welt auf. Was, oh Zufall, Gothic 2 ist. Nur, ich habe damit wirklich wieder so ein fast schon Meme geschaffen, oder? Vor allem in jedem Let's Play sage ich das. Was so Zufall Gothic 2 ist. Nun musst du 30 Tage überleben. Wichtig, du darfst nur 7 Gegenstände nutzen, also 7 vs. Gothic, was eine zufällige Zahl ist. Hinzu kommt, du bist vogelfrei. Das heißt, du darfst natürlich keine Stadt und oder Bauernhof betreten. Mann, ich wollte doch die Bauersfrauen kennenlernen. Macht er mir alles wieder kaputt, oder? Es ist mir eine Freude, Ehrwürdiger. Er hat genau ein Unwetter und wir haben genau das Gold. Einer hat gemeint, was, du machst die Blutkelch-Quest nicht? Ich weiß nicht, was alle immer mit der Blutkelch-Quest haben. Ich sag's ganz ehrlich, ich finde die zwar toll, aber nur einmal. Und danach habe ich irgendwie meistens keinen Bock mehr. Klar, ich habe die zu den besten Quests von Gothic 2 gezählt, aber nur als man das erste Mal rausgefunden hat, wo alle stecken, das war dann so ein Aha-Moment. Oh, da sind die alle versteckt, hätte ich nicht gedacht. Und danach so, ja gut, dann macht man es nochmal und freut sich, dass man alles weiß. Und dann machst du es eigentlich auch schon wieder, oder? Wir könnten natürlich mit dem ganzen Rohstall noch Gold machen. Durch Harad. Ich denke, das würde ich dann zwischen den Folgen einfach machen. Dass ich hier mich immer hin und her teleportiere. Ein bisschen Rohstahl kaufe. Das ich verkaufe keine machen. Waffen. Das macht Khaled. Er ist bei Ona im Haus. Das war schon vorher. Wie sieht's mit dem Zubehör zum Schmieden aus? Was brauchst du? Er hat einfach gar nichts. Das haben die ja extra gemacht, oder? Die Schweine. Biggel. Hey, du. Kann ich bei dir Waffen kaufen? Ich habe nicht viel. Die Schwerter und Äxte bringen mir fast alle in Onas Haus. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Das gibt doch nur noch mehr. Haben wir hier noch was? Oh ja, das hat ein bisschen Gold gebracht. Das Beil auch. Ja. 8 Rohstahl, das ist schon mal sehr gut, um Gold zu machen. Ja, dann gehen wir mal Dexter besuchen. Dexter ist Jarvis und eine Bäuerin. Ich erzähle dir doch nichts Neues. Finde ich auch toll, dass sie mal mit den Frauen da agieren, weil das würde ich eigentlich von Söldnern erwarten. Ne? Nicht nur, dass Silvio und Bulko Tekla mit dem Kochlöffel jagen. Nein, die spielen ja eh immer kleine Rollenspiele untereinander. Sondern auch mal, dass es andersrum passiert. Und das finde ich sehr, sehr toll. Also nicht, dass die Bäuerin Jarvis mit dem Kochlöffel jagt, sondern dass sie sich auch lieb haben. Ne? So, weiter mit der Frage. Keine Stadt Bauernhof betreten. Nun natürlich die offensichtliche Frage, welche 7 Gegenstände nimmst du und wo würdest du dich am ehesten aufhalten? PS, danke für dich. Nee, danke für die Folge. Ist wie immer ein inneres Fußbad, dich zu verfolgen. Ich habe mal ein Fußbad benutzt, ne? Fand ich absolut genial. Gerade wenn man wandern war. Ich war auch der letzte 25 Kilometer wandern, ne? Jetzt habe ich meine Liebe zum Wandern wieder entdeckt. Ich gehe jetzt öfter. Ich gehe jetzt alle 2 Wochen oder vielleicht auch fast jede Woche mal immer mal so ein paar Kilometer wandern. Habe ich mir jetzt fest vorgenommen. Halt! Du kannst hier nicht vorbei. Ich will mit deinem Anführer sprechen. Ach so, du willst mit meinem Boss sprechen? Ja, dann lasse ich dich natürlich durch. Aber nur, wenn du seinen Namen kennst. Denn wenn nicht, muss ich dich töten. Also... Dexter. Keine Erfahrung. Schatzi, du kennst meinen Boss. Okay, ich lasse dich durch. Aber ich warne dich. Kommst du irgendjemandem zu nahe, kommst du hier nicht mehr lebend raus. Also atme tief durch und lass die Waffen stecken. Dexter findest du im Haus. Gut. Steintafel der Lebensenergie 3. Oh, das ist so schön. Die Sprache der Erbauer zu lernen ist auch so eine Sache, die ziemlich schnell wichtig wird. Oh, Velaya ist da. Velaya ist eine spätere Begleiterin. Da müssen wir halt aufpassen, ne? Wenn wir hier den
das Unwetter zünden, wird die immer aggressiv. Und die muss man dann friendly flaggen. Also, falls man so machen will. Geht dann aber auch nur per Cheat. Oder mit vergessen. Okay. Soll ich noch beantworten mit den 7 Gegenständen? Das machen wir danach, komm. Das halten wir noch. Sieh an, wer da ist, der große Befreier. Na, du Held, was suchst du hier? Ich suche ein paar Antworten. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass du freiwillig hierher kommst. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass ich dich hab suchen lassen. Noch keinen von meinen Steckbriefen gesehen? Deine Visage ist da drauf. Ja, du bist ein begehrter Mann, hast du das nicht gewusst? Als ich versuchte, aus dem Minental zu entfliehen, entdeckten mich die Soldaten und trieben mich in eine Falle. Ich dachte schon, das wäre mein Ende. Aber dann tauchte plötzlich aus der Dunkelheit diese Gestalt auf. Er trug eine schwarze Robe mit Kapuze und eine Maske über dem Gesicht. Und er sprach mit einer Stimme, die alles andere als menschlich war. Aber er bot mir seine Hilfe an. Er brachte mich aus dem Tal und bot mir 1000 Goldstücke für deinen Kopf. Das ist eigentlich voll wenig, oder? Hey, was sollte ich machen? Wenn ich abgelehnt hätte, dann hätte er mich getötet. Was willst du denn von mir? Ich? Gar nichts. Aber mein Boss, der ist ganz heiß drauf, dich zu töten. Deswegen soll ich dich finden und deinen Kopf zu ihm bringen. Ich finde das so interessant, was er erzählt, weil das erklärt ja so ein bisschen, dass Dexter das nicht ganz aus eigenem Willen macht, den Helden zu töten. Würde ja auch keinen Sinn machen, ne? Sondern, dass er praktisch erpresst wurde, ne? So. Und so ein bisschen vom Angst vorm schwarzen Mann hat, um es mal so zu sagen. Da gibt's so einen Kerl mit einer Augenklappe, der sucht dich. Alle suchen mich. Es schert mich einen Dreck. Wenn der Kerl was von mir will, soll er herkommen. Man erzählt sich, dass du Leute aus Korinis verschleppst. Dahinter bist du also auch schon gekommen. Saubere Arbeit, kann ich da nur sagen. Ich dachte, ich hätte meine Spuren besser verwischt. Wo sind die Leute geblieben? Hier irgendwo in den Minen? Sie sind schon längst über alle Berge im Nordosten und unerreichbar für dich. Ich könnte dir zeigen, wo genau, aber ich wüsste nicht, warum ich das tun sollte. Wer gab dir diesen Auftrag? Mein Boss, ein gefährlicher Mann. Du kennst ihn. Es ist Raven, einer der ehemaligen Erzbarone aus dem alten Lager im Minental. Er braucht die Leute für seine Pläne und das ist auch schon alles, was du wissen musst. Ein Erzbaron hier in Korinis? Er ist kein Erzbaron mehr. Er hat seine eigenen Pläne. Und das wird Korinis auch schon bald zu spüren bekommen. Raven gefährlich? Naja. Was weißt du denn schon? Du kennst ihn nicht so, wie ich ihn kenne. Er war damals schon ein mieses Schwein, aber heute... Er hat sich verändert, seit die Barriere gefallen ist. Ein schwarzer Schatten liegt auf seinem Gesicht. Sein scharfer Blick durchdringt dich wie die Krallen eines Greifvogels, wenn du ihm zu lange in die Augen schaust. Deswegen heißt er auch Raven. Ich kann dir nur den einen Rat geben. Verlasse Korinis so schnell, wie du nur kannst, bevor es zu spät ist. Hier gibt es nichts für dich. Nur den sicheren Tod. Er hat wohl vergessen, dass wir der erwählte Innos sind. Und was hast du jetzt vor? Willst du mich töten? Ja. Aber du hast uns alle befreit. Der Held ist immer so. Deshalb gebe ich dir noch eine Chance. Provokativ. Hau ab. Verschwinde. Mach dich unsichtbar. Geh und lauf mir nie wieder über den Weg. Ich muss wissen, wohin du die Leute verschleppt hast. Tja, kannst ja versuchen, es aus mir rauszuprügeln. Es ist besser für dich, wenn du jetzt gehst. Lässt du dich hier nochmal blicken, werde ich nicht zögern, dich zu töten. Ich weiß jetzt nicht, ob Greg uns Erfahrung gibt oder nicht. Wir hören es jetzt, wenn sie Waffen ziehen, dann gibt er Erfahrung. Du hast es nicht anders gewollt. Du dreckiger Pirat! Ah, ja, er ist da. Er ist da. Sehr gut. Und wir kriegen natürlich keine Erfahrung. Und wir haben wieder keinen Mana. Gut, dass wir gleich sterben. Au! Das war's für dich.
Oh, Ravens Befehle. Das war knapp, ne? Leg dich nie wieder mit mir an. Velaya hat nochmal mitgeholfen. Velaya ist hoffentlich jetzt nicht aggressiv. Ist sie nicht, die schrubbt weiter. Oh, ist das gut. Ist das gut, oder? Ein paar Wir haben es eigentlich schon fast perfekt gemacht. Delikate Kräuterrezepte. Wir reden gleich mit Greg, falls ihr euch das gerade fragt. Der kommt noch dran. Alles gut. Wir können uns jetzt noch über die 7 Gegenstände unterhalten. Also, was würde ich mitnehmen? Also, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass ich ein Mensch wäre, na, würde ich erstmal eine Waffe mitnehmen. Eine gute Nahkampfwaffe. Wenn ich jetzt in die Welt von Corinus geworfen werde, würde ich sogar einen Zweihänder nehmen, tatsächlich. Weil Zweihänder haben mehr Reichweite. Ihr wisst ja, mein Reichweiten-Gespräch habt ihr sicher noch alle in Erinnerung. Und da ist der Zweihänder natürlich absolut überlegen. Ansonsten, ja, ich habe ja keine Rüstung an, also würde ich mir noch eine Rüstung geben. Wäre Gegenstand Nummer 2. Gegenstand Nummer 3 wäre eine Fackel oder ein Buntfackeln. Einfach nur, damit es nachts hell ist. Die Fackeln in Gothic entzünden sich ja von selber, also könnte ich damit eventuell auch Feuer machen. Ne? Ist ja auch schon mal gut. Was noch? Ich würde, wir können ja jetzt nur eine Sache mitnehmen, aber für die Not würde ich mir noch ein, dieses Heilungselixier, aber das, was komplett voll regeneriert, nicht nur 100, sondern das komplett voll regeneriert, einmal mitnehmen. Da haben wir schon 4 Gegenstände. Eine Verwandlung in Drachensnapper ist der 5. Gegenstand, einfach nur für einen Notfall. Und zum Jagen vor allen Dingen. Ne? Und ich kann mir auch alle Fressfeinde damit vom Hals schaffen. Und wenn ich schlafe, ist mein Mana ja eh wieder voll. Was noch? Wäre 4. Fernkampfwaffen wären vielleicht auch nicht schlecht. Ne? Ich weiß zwar nicht, wie gut ich da mit dem Bogen umgehen kann, aber ich kann ja zu Niklas gehen. Der kann mir bestimmt Bogenschießen beibringen. Und da, dem kann ich mich ja nähern, das ist ja nicht ausgeschlossen. Würde ich einen Bogen und 300 Pfeile noch mitnehmen. So. Und der allerletzte Gegenstand, den müssen wir gerade überlegen. Dem hast du es gezeigt. Ein Sumpfdorn-Paket. Ja, mir geht's gut. Danke. Das war der letzte. Ich habe gehört, dass es im Minental Drachen geben soll. Ist sympathisch, oder? So, die bleibt erstmal hier. Es freut mich aber, dass die so, gute Dame Dexter dabei ist. Dexter ist wohl erledigt, was? Sieht so aus, als sei er tot. Das wurde aber auch Zeit. Sieh mal nach, was er bei sich hat. Dexter hatte nur diesen Brief bei sich. Zeig mir das Ding mal. Ach verdammt, das hilft mir nicht weiter. Wir hätten den Kerl nicht einfach verrecken lassen dürfen. Du weißt nicht zufällig, wie man über die Berge im Nordosten von Corinis kommt. Nein. Dann bin ich hier gestrandet. Dexter war meine letzte Hoffnung. Was wolltest du von Dexter? Ich komme von jenseits der Berge im Nordosten dieser Insel. Und da will ich wieder hin. Jeder will dahin. Ich hatte gehofft, der Mistkerl wüsste, wie man da hinkommt, ohne mit dem Schiff fahren zu müssen. Ich habe einen Piraten namens Skip in der Nähe der Hafenstadt. So geil, dass alles Erfahrung bringt. Der Idiot! Ich habe 3 Tage dort gewartet. Warum kommt er denn jetzt erst? Wenn ich wieder zu Kräften gekommen bin, kann er sein blaues Wunder erleben. Was gibt es da hinter den Bergen? Ich kann dir nur raten, nicht zu versuchen, das Land dort zu betreten. Es ist eine raue Gegend. Ein Wicht wie du, der wird da nicht lange überleben. Wer bist du überhaupt? Das geht dich einen feuchten Dreck an. Wenn ich dir erzählen wollte, wer ich bin, dann hätte ich das schon getan. Klar? Klar. Eine Sache noch. gut. Hier hinten ist immer noch vergessen, das ist ganz gut. Gerade wenn Velaya ausrastet, finde ich das nützlich. Oh. Ich glaube, da rennt jemand gerade in seinen Tod. Tschüss.
grobes Kurzschwert, ne? Und 200 Erfahrung hat er gebracht. Wir hatten Level-Up, ne? Ne, hatten wir noch nicht. Oh Gott. Noch kein Level-Up? Das ist ja böse, wie viel Erfahrung wir brauchen. Schürferklamotten. Hat sich einer ausgezogen, ne? Und dieses Schloss hasse ich über alles. Obwohl, diesmal ging's gut. Normalerweise ist da immer Rohstahl und eine Zange und alles drin. Ich glaube, die wollten diesmal nicht so sehr übertreiben mit dem guten Loot. Wir sammeln jetzt noch den schönen Bogen ein. Ja, also für mich wären das die 7 Gegenstände einfach so, dass Survival gesichert ist, hätte ich schon fast gesagt, ne? Das ist mir wichtig. Und dass ich nicht gleich einen Rittberger mache. Den Heiltrank halt auch nur für den absoluten Notfall. Das ist die böseste Wache hier. Ich mach. So, jetzt rennen wir noch mal ein bisschen. Wir sprechen uns noch. Ja, im Podcast. So, nochmal. Aber so kriegt man die halt super leicht down. Und tschüss. Sumpfkrautstängel, 3 Stück. Geil. Geil, geil, geil. Ja, ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was eure Gegenstände wären. Würde mich tatsächlich interessieren. Einfach nur, was eure Gedanken dazu wären. Weil ich trage das ja jetzt während des Spielens vor. Schläft da noch der eine, ja. Der pennt da noch. Ach, den machen wir mit dem Schwert tot. Wir sind doch Nahkampfmagier. Scheibenwischer. Tschüss. Oh. Das ganze Zeug, was wir hier finden, ist halt unglaublich viel wert für uns. Wenn wir jetzt noch in die Diebesgilde kommen. Die Diebesgilde. Ja, es wäre eigentlich eine Idee, die davor zu machen, ne? Ich überlege gerade nur, was wir da noch machen müssen. Wir müssen noch die Halvor-Höhle looten. Das haben wir noch nicht gemacht. Oh, hör doch auf hier. Hallo. So. Blöde Sau, wirklich. Der klippt er erstmal fest und lässt sich nicht mehr bewegen. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Das hatte ich auch noch nicht, dass er festklippt an dem Turm hier. Was wollte ich denn gerade sagen? Warte, ich konzentriere mich ganz kurz hier drauf. Oh, was für ein Schloss schon wieder. Für so ein paar Pimmelpfeile hier. Was wollte ich gerade sagen? Ich habe schon wieder vergessen. Ach du Scheiße, mein Gedächtnis ist ein Sieb. Ja, wird Zeit, dass wir die Folge beenden, oder? Wir sind bei 45 Minuten. Ich habe es ein bisschen länger gemacht, weil gestern und vorgestern nichts kam. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne wieder ordentlich Likes und Kommentare da. Die restlichen Fragen, die lese ich natürlich nächste Folge dann vor. Und machen wir dann geschwind weiter. Wir können ja nochmal hier den Liebesbrief von Dexter kurz noch angucken. Ravens Befehle. Dexter, du Mistkerl, als ich noch Erzbaron war, warst du nicht so unzuverlässig. Wenn du es nicht schaffst, noch mehr Bürger aus der Stadt zu entführen und zu mir zu entsenden, dann werden wir bald ein handfestes Problem mit den Jungs in unserem Versteck haben. Ich brauche hier mehr Sklaven, sonst starten die Jungs hier noch eine Revolte. Und was das heißt, muss ich dir nicht sagen, oder? Ich stehe kurz davor, in den Tempel hineinzugelangen. Da kann ich mir Störungen dieser Art nicht leisten. Und noch ein Problem. Auf kurz oder lang müssen wir einen Weg über die hohen Berge im Nordosten von Gorinis finden. Die Piraten machen die Überfahrten sicher nicht mehr lange mit, wenn wir sie nicht mehr dafür bezahlen. Raven. Ja, ich fand das immer so dumm, dass sie halt nach einem zweiten Weg suchen, obwohl sie einfach nur die Piraten bezahlen müssten. Und dann ist jeder glücklich und die können ihren Schabernack weitertreiben. Ne? Naja, Ravens Logik halt. Okay. Bis zum nächsten Mal. Lasst euch nicht runterziehen und tschüss.